Jo, da sind wir wieder bei One Piece Unlimited Cruise 1. Und jetzt geht es mal ans Kochen. Wir können ja zwei Rezepte machen. Einmal das hier, den großen Pilzsalat machen wir mal einen. Natürlich die Gourmet-Pilze können wir jetzt hier das machen. Das gibt, boah, ganz gut auf SP. Hier gebe ich mal Chopper für seinen Rumble Ball. Und da unten sehen wir schon, dass den Piratenmittag durch die Mammutkröten und den, das gefrorene Fleisch. Das gibt ganz gut auf HP, das bekommt Ruffy. So, dann kann ich noch zwei Pilzsalate machen. Dann geben wir noch einen Sanji. Und Zoro. Was können wir noch machen? Können wir Medikamente? Ja, dafür brauche ich Steine. Sirup könnte ich machen. Oder ein paar Ausdauerkapseln. Ne, muss nicht so sein. Können wir noch nichts machen. Genau, ich würde mal gucken. Ich würde mal gerne sehen, für was kann man das Gift verfüttern. Okay, das heißt, für die letzte Komponente kann man das verfüttern. Gut, dann schmeißen wir mal die eine, den einen Teil weg. Da ein paar Kapseln hin. Ja, das kann auch weg. Nimmt unnötig Platz weg. Okay. Jetzt muss ich mal irgendwas gucken. Schatzkarten. So. Ja, wo das ist. Doch, ich glaube, oder ich weiß, wo das ist. Auf Insel 2 sollte das sein. Das ist natürlich auf Insel 3. Das sieht man direkt am Schnee. Das auf Insel 2. Da erkenne ich noch nichts. Da kann ich auch noch nichts. Und das könnte auf Insel 1 sein. Moment, da weiß ich, wo das ist, glaube ich. Da gehen wir immer schnell hin. Oh, erstmal gehen wir jetzt hier zu Insel 3, weil ich glaube, ich weiß, wo da der Schatz sein soll. Gehen wir mal schnell hin. Hier mal eine kleine Schatzsuche machen. Ich glaube, unter anderem sind noch ein paar sehr gute Sachen mit bei. Zum Teil auch hier eine sehr, sehr stark verbesserte Angel können wir machen. Und das ist natürlich auch immer nötig, so eine gute Angel. Wow! Jo. Das sind auf jeden Fall sehr viel mehr als vorher. Aber hat man ja auch bei dem Trainingsvideo, was ich gezeigt habe, bei dem Attackenshow-Video. Dass man gesehen hat, dass dort, wo früher mal der Boss war, dass da jetzt ganz viele Gegner sind. Aber hier auf Insel 3 würde ich nie trainieren. Das würde mich zu sehr nerven, dass ich hier dauerhaft keine SP hätte, so wie es mit. Au! Danke. So, komm her. Komm hier vor. Na, endlich. So, weil ich brauche eine Menge Kuvagatas wieder. Ich habe zu viele verbraucht. Durch das ständige Herumfliegen hier. So, aber ich möchte gerne ein bisschen Eis haben. Fällt mir gerade ein, weil da kann man noch was Schönes draus machen. Zu essen. So, einmal alles kaputt machen hier. Kommt mal kaputt. So, jetzt habe ich ganz viel Eis. Da vorne gleich noch eine Gummifrucht holen. So. Ja, direkt erwischt auf Anhieb. So soll's laufen. Ja, du kannst mal weg. Oder auch nicht. Am besten, ich hole mir jetzt noch schnell noch eine Mammutkröte. Dann kann ich dieses Piratenmittag noch einmal machen, weil ich hätte jetzt nur drei Mammutkröten. Und dann braucht man mal zwei für einmal. Da können wir gleich jemandem nochmal ein paar HP schenken. Aha, Idiot. So, dann sehen wir sie ja schon. So, und Catch. Und Kröte. 94,2 cm groß. Goldfrucht. Meins.
Die Mammutkulte lebt in eisigen Höhlen, die bewohnt werden von kleinen, komischen Viechern. Und bewacht werden von Au! Schmerzen. So, habe ich das nicht übersehen hier? Naja, irgendwo hier vorne rechts, glaube ich, war das. Ja, da. Diesen offensichtlichen Weg hier habe ich total übersehen. Und ich glaube, hier war die Tour, oder? Jo. Und wir haben drin Bilddial. Oh, cool. Hey, das ist ein Bilddial. Ich glaube, du hast recht, welche Bilder wohl drauf festgehalten sind. Das sind wir leicht heraus. Das ist, lass uns warten, bis wir auf der Szene sind, dann ist es ruhiger. Mhm. So, gehen wir schnell hier den Rettich ausgraben. Der Rettich ist gut für die Potenz. Dann gehen wir hier wieder weg. Hier rutsche runter. Ja. Und weiter geht's. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Ich will hier nur weg. Ich sehe nichts. Kann ich das kaputt machen? Ja, oder? Oh, wir haben Stein bekommen. Ich will nur noch 29. So, hier, die Rahmen kann auch immer mit kaputt machen. Kann auch mal gut gebrauchen, um die Angeln noch weiter zu verbessern. So, ich lasse mich jetzt auch in Ruhe. Ich glaube, ich habe eine ungerade Anzahl an Ranken. Deswegen wollte ich mir eben hier schnell noch ein paar holen. So, ich nehme nur eine. Weit. Haha, daneben. So, das wäre der Schatz auf Insel 1. Schatz auf Insel 1, Schatz auf Insel 3, meine ich natürlich. So, können wir schnell noch was kochen. Das Piratenmittag nochmal. Und zwar für Sanji. So, dann hier nochmal die Angel zweimal verbessern. Zwei Kubagatas. Ne, keine Medikamente. Einmal kurz speichern. Und. Nein! Zeitverschwendung. For the win. Mhm. Ja, komm, lass mich endlich raus, damit ich wieder auf die Sunny gehen kann. Dumm. Mhm. So, Segel setzen. Zu Insel 1. Und da sehen wir schon die Höhleninsel, Insel 4. Auf der Höhleninsel können wir leider keine irgendwohin Kanone einsetzen, weil sie ja, wie schon gesagt, in einer Höhle ist. Und wir mal sehen, wie man von einer... Da muss ja durch die Decke durch da. So, einfach mal hier an Land gehen. Das ist ja direkt um die Ecke der Schatz. Wenn ich mich nicht irre. Oder? War der wirklich hier direkt um die Ecke? Also da vorne, in dieser Höhle da ist der Schatz drin. Jetzt muss man noch dahin kommen. Muss noch den Weg nochmal dahin finden. Anfangs habe ich versucht, nochmal von hier oben aus da runter zu springen, aber... Nein, das bringt nichts. Unnötige Zeitverschwendung. So, mal sehen, wie kann man da nochmal hin... Brauchte ich da schon hier den Tunnel? Ich glaube, ich laufe hier falsch. Oder war das woanders doch? Moment mal, nehmen wir eben. Schau mal, der kann länger laufen.
Jetzt muss ich nachdenken. Was wird hier oder was an einer anderen Stelle? Ich bin gar nicht mehr so sicher, aber ich glaube, es war doch an einer anderen Stelle und nicht genau hier. Ich probiere es nochmal hier mit dem Runterspringen. Ne, von hier aus, von da oben aus nicht. Von hier aus? Fast, glaube ich. Moment, versuchen wir es eben nochmal. Nein! Dummchopper. Wieder hoch. Ach, ich soll nicht immer gegen die Wand springen. Hoch. So, mal sehen. Okay. Nein, 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 nein! Och, jetzt habe ich vergessen zu laufen. Mein Kopf hat schon gesagt, nein, geh nicht. Und meine Finger haben gesagt, nö, leck mich. Befehl zurück gibt's nicht. Ach, scheiß drauf. Gucken wir woanders. Ich hab doch noch eine andere Vermutung, wo es sein könnte. Dann denke ich jetzt einfach mal da gucken. Ich laufe hier einfach vorbei. Hier, nämlich. Und zwar hier. Jawohl, hier war es doch. Stahlkette. Jupp, schwerer Nunchuck kann ich jetzt damit herstellen. Für Frankies Spezialattacke. So, mal sehen, haben wir noch irgendwo eine Schatzkarte, die ich füllen kann? Die hier. Ich glaube, dass die auf der zweiten Insel ist, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ja, das ist auf jeden Fall auf der zweiten, aber da kann ich noch nicht hin. Das könnte entweder auf der dritten oder auf der anderen. Moment. Die von der Sunny. Die ist auf jeden Fall da. Moment, welche habe ich denn. Jetzt bin ich verwirrt, aber. Welchen habe ich denn gerade geholt? Nee, die nicht. Da. Ach, das war die mit der Stahlkette. Dann ist. Dann ist da oben doch eine Schatztruhe, weil das ist doch eindeutig dasselbe Gebiet. Oder nicht? Wenn man da so mal guckt. Man sieht oben einen riesigen Baum mit Wurzeln und dann die Höhle. Riesiger Baum mit Wurzeln und die Höhle. Ich versuche noch bis zum Ende des Videos da dran zu kommen, irgendwie. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber ich versuche es jetzt einfach. Vielleicht von hier aus? Nein, das klappt nicht ganz. Auch wenn die Richtung doch ganz gut gestimmt hat. Und doch von hier oben? Wenn ich normal springe? Wenn ich jemand anderes nehme? Los, Bro. Sag mir deine Leichtfüßigkeit, indem du darüber springst. Vielleicht, wenn ich ein kleines bisschen später abspringe, klappt es. Naja, die, die wissen, dass es sowieso nicht klappt oder so, falls ich jetzt wirklich falsch liege, werden sich jetzt in den Gassern an den Kopf fassen und denken, geh doch da weg, du kommst da eh nicht dran, du Idiot. Okay, von hier aus nicht. Probieren wir es bei dem oberen Teil nochmal. Komm, nein! Ich will da dran. Kostet, was es will. Was es will. Was es soll. Ja, das war total daneben gesprungen. So. Nein. Erstmal richtig rum. Gerade.
Ah, warum bist du nicht versprungen, du Idiot? So, letzter Sprung. Ach, egal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder auf dem Schiff. Bis dann. Ciao.